Moin und willkommen zu Sonic Adventure 2, wo ich ein paar Level im Hard-Modus spielen werde. Und wir fangen an mit City Escape. Ja, Wolof geht's heute sehr, sehr schlecht. Von daher gute Besserung. Mein lieber Wolof. Und wir spielen Sonic Adventure 2. Alles Sonic Hard-Level. Also alles Sonic-Level auf Hard. Heute schaffen wir nicht alle in diesem Part, sondern ich mache dann halt gleich ein paar mehr jetzt fertig, ne? Damit Wolof sich auch ein bisschen ausruhen kann. Falls ihr nicht wusstet, es gibt mehrere Missionen zu Sonic Leveln oder generell zu Leveln in diesem Spiel. Und es gibt natürlich dementsprechend auch harte Missionen, die besonders schwer sein sollen. Und genau diese spielen wir heute. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir ging es die Tage sehr schlecht. Also eigentlich auch gestern und so schon. Das lag vor allem daran, dass ich halt das Gefühl hatte, oder nicht das Gefühl, sondern ich wurde langsam krank und so. Und wie soll ich es erklären? Ich hatte keine Geschmacksnerven mehr. Also beziehungsweise der Geschmack in meiner Zunge war weg. Und dann ging natürlich erstmal, oh fuck, Corona. Was machen wir denn jetzt? Ja, im Endeffekt, also es ist nichts positiv gewesen bisher. Und mir geht es auch schon wieder ein bisschen besser. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe immer noch nicht wirklich Geschmacksnerven. Aber ich meine, who cares, ne? Wer muss denn schon was schmecken im Imbiss? Ich weiß, dass es schmeckt. Ich muss ja nicht noch extra was schmecken, weil ich weiß, dass es schmeckt. Mann. Ja. Oh, meine. Ja, tot. Das war offensichtlich, dass das passiert. Da hänge ich gerade so sehr fest. Hey, es ist Schwermodus. Ja, das ist okay, dass ich mal sterbe. In Ordnung. Auf schwer kenne ich die Level auch nicht auswendig. Ich kenne natürlich das Grundlayout auswendig und so weiter. Aber halt nicht auf schwer. Ja, ansonsten, was gibt es Schönes zu erzählen? Ich habe mich mit Mate getroffen, ja. Wir waren ein bisschen was essen und sowas. Sehr, sehr lecker. Wir waren beim Italiener in Berlin. Sehr, sehr lecker. Ich habe auch einen Döner in Berlin gegessen, leider. Und das weiß ich ja, ist ja eigentlich bekannt und so. Gibt es ja keine Cocktailsoße in Berlin. Das stört mich ein bisschen. Weil ich halt Cocktailsoßen-Fan bin. Also die Kräutersoße habe ich auch genommen. Aber der Döner, den Teach mir da gezeigt hat, der war halt, weiß ich nicht. Also das Fleisch war selbst gemacht wohl, sagte er. Das Fleisch hat auch sehr gut geschmeckt. Auch das Brot wohl war so selbst gemacht. Auch sehr, 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 sehr lecker. Aber es war mir halt trocken. Weil da keine Soße, du musst halt immer richtig dicke Soße drüber, ne? Also vielleicht würde ich den Döner nochmal essen. Aber vielleicht hole ich mir vor eine Flasche Cocktailsoße irgendwo her oder sowas. Weil, so war es dann halt irgendwie doof. Also es war halt lecker und so, leckeres Fleisch und alles. Aber es hat etwas gefehlt. Ne? Es war halt zu trocken. Weil vielleicht hätte es auch mit guter Tzatziki-Soße geschmeckt. Aber es war halt den Tag, an dem Bash in Berlin war und wollte ich halt kein Tzatziki essen. Wegen meiner Laktoseintoleranz. Und, hat halt Sorgen, dass wenn ich jetzt Tzatziki mir da einpfeife, dass wir dann... Oh, shit. Dass wenn ich mir Tzatziki da reinpfeife, dass ich dann immer auf Toilette muss. Und ich sitze ja mittendrin, ich saß ja mitten in der Reihe. Und dann immer wieder aufstehen und sagen, Entschuldigung, ich muss mal kacken, Entschuldigung. Und nachher noch gute Matches verpassen. Das war's mir denn nicht wert. Da habe ich dann lieber zur Sicherheit gesagt, na, nimm mal lieber Kräutersoße. Da wird vielleicht nicht so viel Milch drin sein, ne? Mit etwas Glück. Naja. Das war quasi mein Wochenende. Und jetzt dieses Wochenende ist das letzte Woche. Die allerletzte Woche des Imbiss. Das ist also auch positiv für Wolof. Das heißt, hiernach kann man mal wieder ein bisschen gezielter aufnehmen. Auch positiv für euch. Das heißt, wir werden dann auch wieder mit zwei Projekten starten und so weiter. Aber wir haben, und da muss man auch Wolof mal zugute heißen, sehr, sehr gut durchgehalten. Wir haben trotzdem diese 4 Monate jeden Tag ein Video gemacht. Mindestens. Und die Streak is alive. Wenn auch immer. Manchmal ganz knapp, aber sie ist da. Die zweitwichtigste Streak der Welt. Direkt nach dem Undertaker. Und ja. Ich habe ja noch so viel Müll. Ich habe ja immer noch diese Corona-Tests gemacht hier. Ich habe noch ein bisschen Halsschmerzen hier an der Stelle. Ich bin noch überlegen, mir die Mandeln endlich mal rausnehmen zu lassen. Weil irgendwie gerade immer die Mandeln das Problem machen. Falls ihr nicht wusstet, was das hier unten möchte, ist, das ist die Green Hill Zone. Kann ich euch auch mal zeigen. Metal Harbor ist danach das zweite. So.
Schaffe den Hardmodus. Ja, wollen wir schaffen. Ist lange her, wo ich das alles auf A gemacht habe, muss ich sagen. Warum ist die Musik nicht so leise? Ja, auf jeden Fall Halsschmerz. Das ist echt ein bisschen nervig. Ich baller mich ab und zu wieder mit Grippe. Also ab und zu, ich baller mich zur Zeit. Manchmal will ich irgendwas Bestimmtes sagen, verhaspel mich dann aber und red dann ein komplett anderes Wort manchmal rein. Das ist richtig anstrengend bei mir. Sich mit mir zu unterhalten, muss eine Katastrophe sein, weil ich so oft falsche Wörter benutze, die eigentlich. Vielleicht aus dem Weg gedrückt. Weil ich so oft falsche Wörter benutze, die ich gar nicht meine. Also ich sag was komplett anderes teilweise, als das, was ich eigentlich sagen will. Ne? Also, weird. Ich wollte gerade ausgehen. Sonic, du Arsch. Bitte reiß dich zusammen jetzt mal, ja? So, muss mich mal so infiltrieren. Nein, lass mich nochmal. So schwer ist es doch gar nicht. Ja. Also bei mir sind die ersten Anzeichen, dass ich krank bin, immer so Halsschmerzen. Das ist, also ich bin so, und das ist natürlich bei meinem Job gerade auch mit Stream und so immer das Negativste. Das sind immer die Halsschmerzen, das Erste. Ich kriege immer Halsschmerzen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen zusammen mit der, wie gesagt, mit meinen Mandeln, weil die sich immer entzünden. Also eigentlich raus mit den Dingern wahrscheinlich. Aber man will ja nicht unnötig, aber doch, ich glaube schon. Ich muss das vielleicht mal wirklich mal beim Atmen. Vielleicht mache ich das diesen Winter endlich mal. Das scheiß Mandeln mal raus, weil ich mich immer. Also es ist auch manchmal fühle ich mich gar nicht krank. Und es sind einfach nur die Mandeln, die entzündet sind. Und vielleicht kann ich die hier rausnehmen lassen. Vielleicht kann ich daraus gebrannte Mandeln machen. Mal gucken. Hoppala. So, vielleicht kann ich daraus gebrannte Mandeln machen. Mal gucken. Schauen wir mal, was wird. Ach ja, die Zeit ist kürzer. So, Fire. Da nach oben zu kommen, ist noch schwerer. Aber oben kriegst du mehr Punkte, ne? Wie gesagt, ist ein bisschen her, seitdem ich alles auf A gemacht habe. Da war ich auch noch sehr, sehr drin im Game. Ich bin auch noch teilweise gespeedrunnt. Ich will immer noch gegen Markus antreten, übrigens. Markus, falls du das siehst, und ich meine, du wirst das sehen, ist das Sonic. Oh mein Gott! Ist das Sonic Adventure 2? Ne? One-on-one. Du und ich. Wollo kommentiert. Oder wir drei kommentiert. Wir nehmen es auf. Wir machen es, wer wird gebumst, okay? Wir nehmen auf. Zwei Bildschirme. Und danach wird es nachkommentiert von Wollo, dir und mir. Was hältst du davon? Oder wir machen einen One-on-One-on-One. Wir machen drei. Okay? Ich bin dafür. Die Zuschauer sind dafür. Du hast keine Wahl. Warum ist die Musik denn so leise? Ist das hier irgendwo eingestellt? Nein. Oh ja, ganz kurz. Die Musik ist so ultra leise. Options. Ja. Warum ist das denn auf Mono gestellt? Kann man, dass es so leise ist? What the fuck, warum ist denn auf Mono gestellt? Das ist aber immer noch leise. Nervig. Naja, egal. Ich freue mich auch darauf, jetzt mit Wollo wieder ein bisschen Content rauszuballern. Weil der Kanal tatsächlich so ein bisschen vor sich hin flattert im Moment. Und man doch merkt, dass die zweiten Videos fehlen und das runter. Das ist jetzt mein Plan. Den Kanal wieder richtig aufpolieren hier. Das heißt wieder One-on-One-on-Ones und so. Und One-on-Ones generell. Und dann können wir auch endlich das Sunshine One-on-One machen. Halleluja. Ich würde natürlich sagen mit der Switch-Version, weil die sieht dann am besten aus. Ne? Und für mich nochmal Werbung in einer Sache. Diesen Dienstag, also am 10. September, bin ich bei Germi-Event wieder dabei. Hide and Seek in Super Mario 64. Ich wurde gefragt, ich habe angenommen. Here we go. Autsch. Also, ich habe Bock. Ich weiß nicht, ob Wollo gefragt worden ist. Bestimmt, er hat es wahrscheinlich wieder überlesen. Oder abgesagt. Aber ich bin auf jeden Fall dabei. Vielleicht macht Wollo auch mit, würde mich freuen.
wenn Bollo mitmacht, könnten wir es ja sogar eigentlich auf dem Backseat Boys Kanal streamen. Würde ich sagen. Das ist auch das Ding. Ich möchte auf jeden Fall, ich würde ganz gerne einmal die Woche hier streamen auf dem Kanal. Um halt wieder ein bisschen Traffic hier auf den Kanal aufzubauen. Arschloch. Okay, ich muss gerade gucken, wie ich da langkomme, aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich wollte eigentlich dadurch Geschwindigkeit rankriegen. Sonic? Arschloch. Das ist Karma dafür. Das ist Karma. Ich wollte halt eigentlich Höhe gewinnen und dann mit der Höhe, ne, halt die Spring nehmen. Hat aber nicht so ganz funktioniert. I'm sorry. Nebenbei läuft gerade, warum auch immer, habe ich gerade auf Twitch gefunden, Always On. Tim Allen. Also hör mal, wer da hämmert. Läuft die ganze Zeit rechts von mir. Das lenkt mich ein bisschen ab, muss ich tatsächlich fairerweise gestehen. Aber, aua. Was ist denn das hier? Unfair. Ja, schwer. Ich kenne das Layout des Hard-Modus nicht, ja? Entschuldigt bitte, dass ich so scheiße spiele. Entschuldigt. Das lenkt ein bisschen ab, aber irgendwie lief das. Dann habe ich es halt angelassen und ja. Heute wird übrigens ein anstrengender Tag. Ich bin ja jetzt noch an Aufnehmen. Ich bin gleich. Also es wird auch heute noch, wenn das Video läuft. Also wenn das Video hier gerade guckt und so. Wird es schon live sein? Oder bin ich noch live und so? Ich bin auf Twitch live mit Imbiss. Und heute ist ein heißer Tag. Heute ist, heute gibt es, wie soll ich sagen? Heute sind 28 fucking Grad. Und, oh, das Layout ist anders. Oh, shit. Oh, shit. Und das war's. RIP. Oh, Gott. Heute sind 28 fucking Grad. Die ganze Woche wird's Grad. Also, wenn ich mal so gucke, ich guck gleich mal, wenn wir im Level durch sind, wie warm es wird. Auf jeden Fall wird's sehr warm. Heute nur Sonne und 28 Grad, also wird heute richtig doll und richtig warm im Imbiss. Und ich werde hinten am Grill stehen müssen, weil wir, weil mein Bruder nicht da ist. Ja, wieder RIP. Nee. Oh Gott. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut, wir haben es geschafft. Ich muss mich gerade mal ganz konzentrieren. So, also wir haben diese Woche... Wir haben jetzt heute 28 Grad und Sonne, morgen 27 Grad und ein bisschen bewölkt, Samstag 28 Grad und ein bisschen bewölkt und Sonntag 27 Grad und abends dann Gewitter, was mir den abends nicht mehr stört, weil Sonntag ist mein letzter Tag, diesen Sonntag. Ja. Also holy shit, das wird warm nochmal. Ich habe einfach nochmal PM Cave gestartet, ne? Entschuldigung bitte. Ich hab einfach komplett nur... Also es wird warm. Die letzte Woche wird mir nochmal warm gegönnt. Auf Ehre, dankeschön. Vielen Dank dafür. Schaffe den Hard-Modus. Bin doch dabei. Bin doch schon dabei. Aua. Mann. Das ist Geister überall. Also den Hard-Modus zu schaffen, tatsächlich hier in den, musst du tatsächlich ganz oft durch diese Ringe springen, die hier sind. Ihr seht ja hier oben diese Ringe da. Und die sorgen halt dafür, dass du... Ich kann es mal zeigen. Mein Finde? Nee. Okay. Wenn du da durchfliegst, kriegst du halt extra Punkte. Und du brauchst ja am Ende quasi wirklich Punkte. Mann, fick dich. Egal. Man braucht auf jeden Fall am Ende Punkte. So. Und die kriegst du halt dadurch, dass du halt diese Ringe fliegst. Da gibt es halt extra Punkte. Hat man es überhaupt? Oh ja. Vatermann, hier waren es Nummer 3. Das ist im Hard-Modus hier, das ist einer der schwereren Level im Hard-Modus tatsächlich. Ich würd sogar schon fast sagen, das schwerste für mich damals. Obwohl Crazy Gadget auch echt nervig war. Werde ich nie vergessen, wie nervig Crazy Gadget war. Also freut euch gleich drauf. Aua! Ich möchte ganz gerne. Ich will euch jetzt zeigen, dass ich es kann, okay? Jetzt hab ich keinen Wollo dabei, der meckert das. Mach doch einfach weiter jetzt! Nein!
Ha, gesehen? Ich kann glitschen, wenn ich das will. Wenn ich will, kann ich glitschen. Ich kann das mal schneller. Ich will auch einmal den Türskip benutzen. Oder versuchen. Das war hier. Ich will noch einmal probieren. Also du musst halt, die Line-Up ist halt, du legst dich halt hier mit dem rechten Fuß so ungefähr so auf die Linie. Dann. Ach scheiße, ich habe ja den schon. Ah, deswegen den nimmt man eigentlich im Speedrun nicht mit. Damit man halt spinnen kann die ganze Zeit. Oh, das passt, passt. Zweimal noch, ja? Das war ein scheiß Setup, nochmal zweimal, ja? Oh Mann, fast. Na ja, egal, scheiß drauf. Damit spart man sich halt den ganzen Scheiß. Also wenn man das schnell kann, das konnte ich mal. Das muss man dann erstmal wieder üben, ne? Ich vermisse meine Speedrun-Seiten. Da war ich noch gute Videos spielen. Dann spart man sich halt den Scheiß hier. Das ist natürlich unnötig Zeit frisst. Ich kann wirklich nur so, also die Leute, die auf, also es gibt natürlich verschiedene Kategorien, ne? Mann, heb das jetzt bitte hoch. Danke. Ein glitchless Speedrun von Sonic Adventure 2 ist sehr, sehr spannend. Fairerweise muss ich sagen, dass das ein, oh mein Gott. Dass ein Speedrun mit Glitches ist halt viel durch, wir springen hier durch die Wand, wir springen da durch die Wand, ne? Das ist halt viel umher. Also das ist halt viel. Da siehst du nicht viel vom Spiel. Wie soll ich noch hochkommen? Oh mein Gott. Genau. Und das wäre im Hard-Modus wäre das hier wichtig gewesen, anscheinend die Tür zu machen. Ah, ich erinnere mich. Hältst du mal bitte auf? Deswegen. Damals konnte ich den Türskip noch, deswegen konnte ich damals A, glaube ich, auch schaffen. Er hebt es nicht auf. Du kannst mit Y oben durch skippen. Dankeschön. Oh mein Gott, ist das nervig. Hallo? Wirfst du das mal bitte vernünftig? Ihr habt das auch gesehen, ne? Dass er ein Arschloch ist, wie er den wirft. Dankeschön. Überhaupt nicht langsam. Sonic-Spiel, meine Damen und Herren. Obwohl, ich muss sagen, ich mag diesen Adventure-Style immer noch mehr, ne? Das ist einfach für mich, ist das hier das Peak Sonic Game. Das meine ich auch so. Weil, überlegt mal. Ja, Sonic soll schnell sein und so. Und das funktioniert wahrscheinlich auch in 2D super. Aber in 3D so ein bisschen erkunden mit manchen Speed-Elementen wie hier zum Beispiel. Hier spielst du ja auch noch selber. Das ist ja auch das, was Wallo so ein bisschen kritisiert. Dass du halt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dass du halt gefühlt in den neuen Sonic-Teilen einfach gar nicht mehr selber spielst, sondern einfach so ein Video anguckst, wie Sonic da schnell langläuft. Und das hast du hier halt nicht. Also, Adventure Series war schon Peak Sonic-Gameplay. Sega, ich gebe euch all mein Geld. Wirklich. Ich habe viel Geld. Fragt Wallo. Bitte bringt Sonic Adventure Mega Collection. Ja? Sowas wie Spyro und Crash hatten. Bitte. Ja? Das wäre super. Ich gebe euch all mein Geld. Ich habe einen 600 Euro WWE-Gürtel. Den gebe ich euch auf. Ich würde den aufgeben. Für so ein Sonic Bundle. Ich will die Shows sehen. In HD. Ja?
Ein fucking HD. Yes! Yes! Sehr schön. Ja. Barely made it. Verdienterweise. Stage select. Stage select. Man natürlich jetzt nicht, auch wenn das hier ein Sonic-Symbol ist, Cannon's Core machen wir nicht. Weil Cannon's Core ist mit allen Charakteren. Das ist das, wo du denn alle Charaktere einmal spielst. Das machen wir nicht. Und noch Crazy Gadget und Final Run. Hab ich einen Hardmodus angemacht? Ja, das sieht sehr hart aus. Mäßig aus hier. Ja. Meine Fresse! Mein Gott, ich bin drüber drunter. Ja, jetzt bin ich an dem Punkt. Wollte ich gerade, kann ich noch immer Spannendes erzählen? Ich habe mit der Polarsumme telefoniert. Das ist immer noch, also ist das jetzt auch wenn ich Vertrag noch nicht habe. Ich war halt ein bisschen unsicher, weil ich Vertrag noch nicht hatte und so. Ich habe aber gestern nochmal mit ihr telefoniert. On-Stream sogar. Und sie hat mir nochmal 100% bestätigt, dass wir auf der Polaris sind. Von daher gerne nochmal zur Polaris kommen. Das ist in Hamburg. Das ist eine Anime- und Gaming-Messe. Die ist am 11., 12. und 13. Oktober. Ist das wirklich der Hardmode, den ich ausgewählt habe? Ich glaube, das ist so leicht vor gerade. Nee, das ist nicht der Hardmode. Ja, 11., 12., 13. Oktober. Ich werde da sein. Ich denke mal, zu 50% wird Volo da sein. Volo will ja, also bisher hat Volo noch Bock, aber er wird kurz davor kalte Füße kriegen. Das heißt, gerade kurz davor, spart euch ein bisschen Geld auf, bitte. Weil Volo braucht das Geld für die Polaris. Ich werde ihm auch ein bisschen was geben. Also, sagt ihm das nicht. Ich werde ihm einfach ein bisschen Geld geben und so. Er kriegt einfach die nächsten Wochen einfach ein bisschen mehr von mir, von den Backstreet Boys Geld und so. Damit er halt so Polaris kommt, ne? Ich will ihn da auch sehen. So, und auch Johnny will ihn da sehen und so. Und Babsi und Maeve, der kommt ja auch zu Polar. Nein, komm nicht. Aber wäre halt schön, wenn Maeve zu Polar kommen würde. Ich habe Maeves angeboten, ja? Ich will nur sagen, ich habe. Oh nein. Ich hätte nach links gemusst. Oh, shit. Okay, das Layout. Wer, wo, was war nochmal. Oder muss ich es wirklich treffen? Oder war das das, wo ich... Ah ja, okay. Nehm mich zufrieden. Tülü, wilder Wichser. Oh, shit. Seh nix? Danke. Ich hab nicht gesehen, wo ich lang muss. Deswegen, ich hoffe, ihr seid auch da. Wir machen da gebrannte Mandeln, Krebs und Slush-Eis. Wir haben hier rotes, blaues und grünes Slush-Eis, ne? Und das werde ich so verkaufen, das wird so laufen, dass das wird einmal rot mit Heilung, grün wird Ausdauer und blau wird Mana. Und so werde ich das quasi nennen. Mit Heilungstränke, Mana-Tränke und Ausdauertränke quasi verkaufen. Ich dachte, das wäre vielleicht als Thema der Anime- und Gaming-Messe. Halt ganz angenehm. Wie findet ihr die Idee? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich finde die gut, ja? Ich hoffe, ich finde die auch gut. Oh, shit. Ich bin ja weggebounced. Wie soll ich denn da einen Light Dash ausführen? Wow. Wow. Spiel, bitte, ja? Weiß Hard Modus, aber unfair ist auch doof, ja? Crazy Gadget. Also ich finde die Idee gut. Ich glaube auch, dass das gut ankommt auf mich. Und ich hoffe auch, dass die Leute den kaufen. Meine Slush werden wir für 4 Euro verkaufen. 100 Gramm gebrannte Mandeln für 5. Und dann kommt noch halt oh shit. Dann kriegen wir halt noch Crepe, ne? So Zimt. Oh mein Gott. Zimt sogar Crepe für 5 und sowas. Also das, ja. Mal schauen, wie das ankommt. Vielleicht sogar für 6, aber ich weiß. Also, nee, wahrscheinlich eher 5 Euro.
Habe ich auf der Maxi-Messe halt aufgenommen gehabt, ne? Also mal schauen. Ich hoffe, das lohnt sich. Ich hoffe, die Leute haben Bock. Ich hoffe, dass das auch gut ankommt. Ich hoffe, dass ich dadurch noch mehr Messen kriege. Also die Hamburg-Messe an sich war nicht abgeneigt zu sagen, oh ja, die hätten gerne mehr von uns. Also so, ich habe halt gesprochen mit denen, die haben ja noch mehr Messen und Veranstaltungen, ja auch Außenveranstaltungen und sowas. Und die wären zumindest nicht abgeneigt, öfters mit mir zusammenzuarbeiten. Was ja an sich schon mal nicht schlecht ist. Das heißt, mehr Geld durch die Veranstaltung und mehr Geld durch Streams. So, jetzt auch bitte. Jetzt auch bitte ganz kurz Konzentration. Zack, zack, zack. Wir machen es anders. Das ist ja absoluter Beschiss gerade. Also bittet euch, also ich bitte euch, ja? Das ist ja absoluter Beschiss. Komm mal bitte hierher. Alter. Das ist ja absoluter Beschiss. So. Jetzt bitte volle Konzentration. Ich konnte gar nicht mehr machen. Ich war wirklich kurz, 2 Sekunden, nicht bewegungsfähig. Nur den treffen. So, wir probieren es einfach mit einem Spin-Jump darüber, ob das klappt. Änderung der Planung. Oder machst du irgendwas? Und Spin-Jump kann eigentlich nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Also wir hoffen, dass es keine Scheiße ist. Endlich. Also, Spin-Jump, ich hatte das kurz kürzer eingeschätzt, als es eigentlich war. Spin-Jump hätte nicht funktioniert. Es wäre zu weit weg gewesen. Ich werde jetzt so... Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los, aber... Okay. Das war ich. Das war hundertprozentig ich. Einfach komplett scheiße gebaut. Holy shit. Ich muss mal warten. Da weiß ich gerade nicht mehr, wie ich da hochkomme. Weird. Müsste auf jeden Fall gucken. Ich muss den oben ja auch noch mitnehmen. Das wird auf jeden Fall ein E. Da können wir schon noch drauf einstellen. Das wird auf jeden Fall ein E. So scheiße, wie ich auch gerade spiele nebenbei. Mein Gott. Das Sonic 3 Film, ne? Er sieht gut aus. Ich habe immer noch 1 und 2 nicht gesehen. Ich muss es echt mal machen. Bei 1 sieht das echt gut aus. Ja, wie? Wie soll ich da hochkommen? Ich weiß ja nicht, wie ich den nach oben erwischen soll. Deswegen, ich erinnere mich, das war richtig scheiße, das Level. Naja, ich weiß noch nicht, wie ich da hochkommen soll. Weil Sonic sich nicht nach oben bewegt. Das nervt gerade ein bisschen. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß, dass Crazy Gadget scheiße hart war. Wie mein P.
Jetzt hat er Höhe gekriegt, ne? Ich muss, glaube ich, von weiter vorne angreifen. Ich glaube, ich greife von zu nah an. Und dadurch kriegt Sonic die Höhe nicht. Ich glaube, ich muss von weiter vorne der Reling angreifen. Ich glaube, ich gehe zu nah ran. Ey, that's on me. That's voll on me. Also ich spiele auch gerade wie der letzte Mensch. Ne? Was war das denn? Weird. Ein, vier. Bin schon wieder zu nah dran. Das schaffe ich schon wieder nicht. Tolles Spiel. Es ist ein tolles Spiel, ja. Ich spiele auch gerade einfach schlecht. Das sind Sonic Adventure 2. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, okay, fünf. Dann machen wir bei 4. Eins, zwei, drei, vier. Er hat wieder keine Höhe gekriegt. Es ist unmöglich. Ich melde mich, wenn ich da oben bin. Da bin ich oben. Halleluja. Es war die Geschwindigkeit. Ich war zu langsam. War zu langsam. Hm. Oh mein Gott, das geht. Das wird nur einmal in diesem Spiel benutzt. Das wird hier. Das funktioniert. Das ist das erste Mal hier. What the fuck? Wie kann das funktionieren? Okay. Ich bin verwirrt. Ist hier irgendwas? Komme ich denn an diesen Kisten vorbei? Ah, ah. Muss. Hier. Das ist ja das erste Mal. Und das einzige Mal hier benutzt. Das ist schade. Das ist eigentlich eine voll gute Mechanik. Gerade hier in Crazy Gadget. Warum wird das nur im Hard-Modus benutzt? Das ist ja voll lame. Sonic. Auch so schade, dass das Nintendo mal von Sonic klaut, ne? Also komplett. Ich meine, wir sind uns jetzt alle einig. Ihr seht das einzige Gameplay hier gerade. Dass Mario Galaxy eindeutig von Sonic Adventure 2 inspiriert wurde. Ein Checkpoint, da war wieder ganz nice gerade. Weil ich das ungern da hinten nochmal abmachen würde. Um ehrlich zu sein. Ach, fick dich doch. Ich werde es nochmal machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Werde ich ignorieren einfach mal alle beide? Weg mich. Und weg. So. Oh nein, 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 Ringe, 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 Ringe. Puh. Oh shit. Nein! Ich wollte den Ring noch einsammeln. Es wird auch wieder nicht klappen. 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 100% nicht. Muss klappen. Okay, ich war einfach nur zu langsam die ganze Zeit. Ich war einfach nur die ganze Zeit. Ich habe doch gesehen, dass ich es wirklich geschafft habe. Ja, und ich mich irgendwie hochgechillt habe oder sowas. Immerhin.
Oh, ist auch kein Checkpoint mehr, der ist danach. Das ist doch nervig. Da war ich aber auch selbst dumm. Dass ich da auch nur wirklich nochmal. Ich dachte, vielleicht komme ich durch die Ringe durch. Kam ich aber gar nicht. Ich dachte, na, vielleicht schaffe ich an den Lasern vorbei. Spoiler dem Mann nicht so. Oh, bitte nicht. Oh nein, 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 bitte nicht. Okay, das ist notiert. Wunderbar. Ringe. Ringe, ich hab's euch gesagt. Crazy Gadget, Alter. Crazy Gadget. Ich hab's euch gesagt. So, da kann man so viele leben, Alter. So, das ist kurz vom Ende. Aua, das was hier unten hängt, wenn es auch wieder Jahre ist. Meine Fresse nochmal! Spiel doch mal nicht wie der letzte Mensch, Ricky Mania. So, war die Reihenfolge anders im Hard-Modus? Ich weiß es nicht mehr. Leck mich. War die Reihenfolge im Hard-Modus anders? Ja oder nein? Ich mach's erstmal in normale Reihenfolge. Ich mach's erstmal so, wie man's machen würde. Hier sind überall andere Schalter. Das macht mir Angst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder ich soll vielleicht nur verwirren? Wir machen es erstmal so, wie man es normalerweise machen würde, den ganzen Rotz hier. Von der Reihenfolge her. Oh, Lasers. Und ich springe genau rein. Ja, ist dann auch wieder. Ich seh nix. Ich seh nix. Oh, danke. Ich glaube, jetzt war das so. Jetzt kann man den Schalter noch haben. Da hinten, dass das Grüne wegzumachen. Oh. Oh. Ah, Leben. So, wir sind schon mal hier. Das ist schon mal nicht schlecht an sich. So, wir haben aber keinen. Wir können zwar jetzt da unten runter, aber wir haben nichts, wo wir den Schalter mit aktivieren. Ist der hier? Nee. Wo ist denn der Schalter? Wir müssen die Rakete aktivieren. Weil sonst kommen wir nämlich nicht ins Ziel. Bis zum Start. Okay. Neue Rätsel gewünscht. Können wir hier alle töten? Also hier alle aufmachen. Nicht, dass sich hier irgendwo der Schalter versteckt.
Mal gucken. Nee. Okay, wir müssen also doch einen anderen Weg gehen. Nicht den normalen. So, das tötet mich ja direkt. Oder? Oh nein. Ich töte mich gleich. Puh. Deswegen, ne? Er ist gerettet. Der tötet direkt. Dem wollen wir nicht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal den normalen Weg. Wir werden mal alle Schalter so ein bisschen probieren müssen. Hilft ja alles nichts. So. Dann haben wir jetzt hier zwei Schalter. Beziehungsweise, ich glaube, wir hätten da sogar den lila drücken können, weil wir, glaube ich, dann auf den gelben genannt werden. Also auf den anderen da. Warte mal. Nochmal von vorne. Wir machen jetzt einmal den, der Kopf über ist bei lila, ob wir dann auf grün landen. Weil ich kann auch nicht da drüber springen. Weil hier halt immer diese Gitter. So. Wir wollen jetzt den Grün hier verwenden. Und dann vielleicht auf Grün landen. Gehen wir so ein bisschen rüber da. Bam. Okay. Ups. So. Wo führt mich der jetzt wieder hin? Okay. Okay. Danke für nix. Irgendwo muss ein Schalter sein, der was anders macht. Den müssen wir jetzt finden. Wir müssen den Knopf finden. Vielleicht war der auch auf Rot, wo wir da gesprungen sind. Ist der da links irgendwo? Das ist Big the Cat. Oh, hab ich gesehen. Oh, wo will man hin? Wo schickt mich der hin? Oh! Okay! Wir haben ihn gedrückt. Okay, normaler Weg jetzt gewünscht. Alles klar. Wir haben ihn. Weil eben hat es ja auch ganz gut geklappt, dass wir quasi auf Rot landen und so von lila aus. Das werden wir wieder machen. Auch gleich. Wir werden dann wieder von lila aus auf Rot landen. Und dann, den ganz normalen Weg jetzt gewinnen. Alles klar, da ist er. Da ist er gewesen. Hätte ich vielleicht schon sehen können, den Knopf. Wo ich dies nach unten gemacht habe, hier von hier aus. So. Jetzt müssen wir Rot irgendwie erwischen. Dadurch von hier aus, ne? So. Und Rakete gewünscht. Oh, Crazy Gadget, Alter. 8 Minuten. 8 Minuten in Crazy Gadget. Yes! Das ist auf jeden Fall kein A, sage ich euch jetzt schon. Huiuiuiui. Barely made it, ja. Also wirklich. So, ein Level noch gewünscht. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange das Video machen. Aber jetzt habt ihr eine Stunde Sonic Adventure 2 in eure Fresse fast. Aber den Hard-Modus, alles klar. Ich glaube, Final Rush ging. Ist halt offener als Crazy Gadget, ne? Es ist halt um einiges offener als Crazy Gadget. Hammer. Konzentrieren. Ich muss mich auf jeden Fall ganz gut konzentrieren. Ja? So, wir gehen mal. Ich wollte doch den lang. Nein. Ich bin doch genau auf den gelandet, den ich wollte. Und den schaffe ich dann nicht. Na super.
Na klar. Aha. So. Dankeschön. Oh mein Gott. Etwas Glück schaffe ich es unten auf die Reling. Na, ah, doch nicht, schade. Dann hätte ich es vielleicht unten runter geschafft. Oh mein Gott. Dass da einer steht, ne? Dass da einer steht, war aber auch unfair. Wo war der? Da war es, glaube ich, auf den jetzt hier, ne? Auf den nächsten jetzt kommen. Hier noch nicht. Komm auf den anderen. So. Wir skippen mal den ganzen Scheiß. Wer weiß, was dann auf uns zukommt, das skippen wir mal alles, ja? Dankeschön. Auch das gibt mir ganz viel mal. Gut. Gut, gut, gut. Jawohl. Schieß auf mich. Oh, Gott. Da war so ein Spinny-Thing. Oh, shit. Da war eine Bombe, die ich mitnehmen können. Das hätte mir geholfen. Alter, dreh doch nicht durch. Dankeschön. Ich würde mal gerne wieder Midwave, also so ein Speicherpunkt mitnehmen. Da wäre ich jetzt sehr froh drüber. Hier sind bestimmt Sachen gleich passieren, die mir nicht gefallen werden. Mann. Checkpoint? Bitte? Oh mein Gott. Ja, ist machbar. Sah weiter aus, als es eigentlich ist. Sah weiter aus, als es eigentlich ist, wirklich. Da! Oh, oh, oh! War noch nicht so, glücklich, den Checkpoint zu haben. So. Arschloch. So, musste mal gesagt werden. Okay, dann muss ich mir einfach ganz kurz hier nochmal. Uiuiuiuiui. Es tut mir leid, Leute. Ich laber schon seit. Ich habe fast eine Stunde allein Video, ja? Dass ich überhaupt eine Stunde ein alleiniges Video mache. Na, 50 Minuten ist gleich erst. Ne? Ihr wisst, ich bin kacke in alleine Let's Plays. Es tut mir leid. I'm very, 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 very sorry. I'm now talking in English. Because we want to go international with this channel. And Backseat Boys is a good name to go international. And everyone will understand what kind of concept we are, because in English we have already the game grumps, and Paul and I am the fat German game grumps, and I think that we can succeed in English and go viral, international, and could be very, very big players in this YouTube game. But Roll of English is not the yellow from the egg. And I think that he will not cooperate with me and say, hey, you know what? We go English, we go international, and we'll go to a much, much, much brighter and bigger audience. But hey, you never know. And I think that would be the best for us.
and we could make something very, very big out of this chair. Wait a minute. I need to go up here. And up. Oh, I didn't see this, this switch. I'm sorry. And now to the final part of this video and this level. Thank you very much for watching. I hope you had fun with me. And see you next time. Yes. On the Backseat Boys, when the streak is still alive. Goodbye.